ich nicht kalt erwischt vom guten Wolfram von Funk, denn ich habe das von vornherein gesehen, instant, dass er wieder mal etwas getwittert hat, und zwar NPC Behavior and Location Varies from Quest to Quest. This Steel Empire Soldier is hanging around, in, also zum Beispiel, also wir haben jetzt hier einen NPC-Soldaten, und zwar aus dem Steel Empire, und von Quest zu Quest haben die verschiedene Verhaltensmuster, und dieser zum Beispiel hängt jetzt einfach in irgendeinem Gasthof rum. So, dann setzen wir uns einfach zu dem. Wolle hat übrigens einen blauen Stab, fällt mir gerade auf. Sprich mit Damrion. Gut, und wir sehen, hier ist wieder dieser schwarze Balken um dieses Ausrufezeichen. Mittlerweile, glaube ich, ist es gewollt. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil es nicht so cool aussieht in meinen Augen, aber muss er wissen. Ja, ganz cool, dass sich die NPCs jetzt auch ein bisschen verschieden, also dass jetzt auch auf die NPCs so eingegangen wird, dass die so mehr Funktionen bekommen, dass der jetzt einfach hier rumhängt oder so, dass man den suchen muss wirklich, finde ich richtig, richtig gut, muss ich einfach mal sagen an dem Punkt. Hier sehen wir wieder die Weltkarte, Wolle hat sich etwas gelevelt, wie man hier sieht. Immer wohl langweilig, dem guten Mann. Hier ist wieder die World Map. Oh, Patton, Mensch. Was steht da? Innkeeperin. Innkeeper. Immer noch dieses Denglisch, super. Ja, und hier, was ist das? Vielleicht so eine Art Feld. Hier haben wir die City. Wobei ich sagen muss, das ist irgendwie sau klein, ne? Oder ist das einfach nur irgendwie ein Gasthaus? Das kann natürlich auch sein. Und hier ist noch so ein einzelnes Haus. Dann würde das bedeuten, dass es auch einfach Gasthäuser gibt, die überall rumhängen, einfach so. Das ist natürlich ziemlich cool. Schön, dann werde ich das jetzt hier so hochladen und ich bin mal gespannt. Also es wird echt immer cooler. Wolle, hau rein. Habe ich noch gesagt, dass Wolle mich nicht kalt erwischt hat, und jetzt tut das schon, denn jetzt habe ich das Video gerendert und wollte es gerade hochladen, und genau in dem Moment meint er, okay, ich werde jetzt noch einen Tweet veröffentlichen. Dankeschön dafür auf jeden Fall. This guy seems to be poisoned. Ja, ein Skelett, das vergiftet ist. Ja. Sehen wir noch was? Also ich schätze mal, ich benötige Hilfe, der braucht Hilfe. Chunks, Landerer Hügel. Ja gut, der hat ein nettes Amulett an. Aber sonst sagt uns das hier jetzt nicht viel. Gucken wir uns mal die Umgebung an. Sieht schön aus. Ich weiß noch nicht, ob es immer so aussieht. Aber es sind Hügel. Ah, es ist ein Hügelbiom oder so. Das sieht echt cool aus, muss man einfach sagen. Das hänge ich jetzt noch kurz dran. Sprich mit Murkor. Den haben wir hier. Das war es auch schon wieder gewesen an dem Punkt. Dankeschön auf jeden Fall, Wolle, dass du direkt zwei hintereinander gemacht hast. Den kann ich jetzt nochmal erinnern und nochmal hinzufügen. Danke. Alles klar, dann sehen wir uns gleich. Tschüss.